Vielleicht die. Das wackt ab. Was genau ist denn das jetzt? Ich glaube, ich muss doch raus. Toll, jetzt muss ich hier erstmal. Wenn ich jetzt nochmal durchlaufe, dann bin ich tot. Ich hatte doch irgendwo noch was zu futtern, ne? Habe ich echt nichts gekochtes? Nö, habe ich nicht. Das könnte jetzt ein Problemchen darstellen. Wow. Tja, warte mal, dann versuchen wir das jetzt. Ja gut, so ging es auch. Glaube ich nochmal auf der anderen Seite hier. Ach, warte mal. Hier. Ah! Sieh mal an. So, du gib mir bitte ganz viele Seelenfragmente, damit ich danach wieder hochgeheilt bin. So, die dürfen jetzt gerne auch in mich reinfliegen, bitte. Hier drüben die auch. Naja, voll ist es noch nicht. Dann kommt direkt ein Hund und macht die Tür auf. So, muss ich jetzt nochmal hier rein wahrscheinlich? Ah, hier ist ja hübsch. Was noch was? Nur ein weinendes Mädchen? Ach, guck mal. Und ein Mädchen. Ich habe Angst. Der Hund kommt aber schnell wieder. Deswegen sage ich noch nicht, es ist sicher, weil aktuell ist es noch nicht sicher. So. Jetzt ist sicher, denn ich bin wieder gesund. Tschüss. Vielen Dank. Ich war ganz allein und hatte solche Angst. Aber jetzt kenne ich eine Abkürzung, die zur Stadt führt. Das ist ja schick. Jetzt sagt sie Tschüss und dann sagt sie Danke. So, wir brauchen immer noch zwei von denen. Das ist ganz angenehm, dass die Hunde auch als Bradenbacher zählen. Beziehungsweise, nein, sie sind ja von der Rabenwehr. Bradenbach ist das Nette. So, einen brauchen wir noch. Den machen wir jetzt hier auf dem Rückweg. Zum Beispiel hier unten den. So. Jetzt schauen, dass wir hier sind durchreiten können, ohne alles zu ziehen. Hier, warte mal, der Eingang ist, glaube ich, da vorne in die Stadt. Ja, der eine Hund hier, der ist beschäftigt. Und hier ist ja gerade richtig was los. Wir beschützen unsere Lieben. Zu Hause. Dieser Held hat mich gerettet. Penelope, zum Glück bist du wohl auf. Ich hatte solche Sorge. Frau Shadowhunter. Ich habe mich in euch getäuscht. Senkt alle eure Waffen. Und euch danke ich für das Auffinden meiner Tochter. Bitte, fühlt euch hier willkommen. Okay. Wo gibt's Essen? Dies ist eine schwierige Zeit. Naja, das ist ja alles nicht hilfreich. Halte die Augen offen. Meine Klinge ist bereit. Gute Reise.
So, also bevor ich jetzt rausgehe, will ich jetzt doch noch oder mich aufmache. Genau, habe ich mir gedacht, du kannst erstmal meine Sachen reparieren. Oder zieht Leine. Ja, wow. Wie freundlich. Und dann mal wieder kurz hier durchschauen. Und ich muss irgendwann mal außerhalb der Aufnahme generell ein wenig Ordnung in meine Taschen bringen. Also nicht nur verkaufen, sondern auch mal, dass da so die Sachen ein bisschen sinnvoller angeordnet sind. Weil aktuell ist das immer so, ja, wieder da war was und da was und was war das nochmal. Das ist alles verbesserungswürdig, denke ich mal. Es würde euch nicht gefallen, mich wütend zu sehen. Bist du der Hulk? Hat man nicht hier gerade noch irgendwas Artefaktmachtiges? Habe ich mich da wieder getäuscht? Das war eventuell... Nee, das ist jetzt... Was habt ihr zu erzählen? So, jetzt lass mich mal ganz kurz bitte hier schauen. Wir haben ein Arkan. Aktuell haben wir bei Arkan, haben wir drin. Abscheren macht mehr Schaden. 25 Gegenstandsstufen. Es wären 27 in Feuerbrandaura. Das sind nur, ist nur 4 höher. Und ich finde halt, dass die Feuerbrandaura, die ist halt immer so neben, nur nebenher. Nee, ich bleib wieder bei Abscheren. Hier war die Artefaktmacht, ich wusste es doch. So, und jetzt müssen wir da irgendwie in diese Stadt rein. Wo geht's denn da rüber ins Mausoleum? War das, was die erzählt hat hier vom Geheimgang? Warte mal, der leuchtet noch. Ah, siehst du mal. Dient immer treu, mein Freund. Achso, ich reite mit bei dir mit. Na okay, wenn das da jetzt hochgeht, so geheim ist der Gang jetzt auch nicht. Ich sehe eine Ware. Was ist denn hier? Wie ich befürchtet hatte, Lord Rabenkrones Gebeine sind fort. Ich lasse dich mal kurz hier stehen, damit ich dich gleich auch wiederfind. Wer spricht da? Ich wollte mir erstmal kurz den Ware da draußen anschauen. Ah, das gehört auch noch mit zur Chefsache-Quest. Da ist das gut. Stimmt, da war ja noch hier was. Muss ich hier draufklicken? Hallo. Nee, nicht springen, bitte. Du machst da Wellen unter dir. Muss ich da raus? Naja, vielleicht hätte ich da rausgesollt, um nicht death-orientiert zu werden. Beim nächsten Mal dran denken. Todesheulen. So geht das besser. Ja, die sehen alle wieder aus wie Schwestern von Sylvanas. Okay, Sylvanas ist jetzt nicht mehr so, hat die Haare jetzt ein bisschen besser, aber ne, halt so Banshee-mäßig halt. Ja, die wäre anscheinend wohl auch ein normaler Wear, weil deswegen wurde sie angezeigt, aber ist gleichzeitig halt auch... für meine Quest.
Immer wenn halt der Gegner nicht direkt zu sehen ist, so wie in dem Fall, dann gibt es irgendwas zum Anklicken, was halt quasi so eine Aktivierung ist. Ja, Ashara halt, ne? So. Da will ich mal kurz schauen. Wo wäre denn der war, letzte war in Surama, ne? Genau. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal hier im Mausoleum noch ein bisschen um. Schön, dass du gewartet hast. Wir danke. Beschützen unsere Lieben. Artefaktmacht gibt's. Und es gibt wieder einen Erfolgsfortschritt. So, die Macht direkt gemacht. Das Siegel betrachten. Lord Rabenkrone starb vor langer Zeit. Doch ich werde ihn immer als Mentor verstehen. Okay, dann mal anglotzen hier. Glotz. Als der Krieg der Ahnen begann, erlitten wir hohe Verluste. Unsere Städte brannten. Okay, ich habe gedacht, da kommt jetzt eine ganze Lord Geschichte. Rabenkrone rettete unser Volk und unsere Welt vor der Vernichtung. Sein Tod traf uns alle schwer. Wir stehen so tief in seiner Schuld. Ja, manchmal bin ich da nicht so sicher mit der Synchronisierung, weil manchmal überschneiden sie sich und reden alle durcheinander. Und hier kommen dann solche Pausen zwischendurch. Grüße, Soldat. Gute Reise. Oh, jetzt wieder drei Gebiete durchsuchen. Und drei Leute töten. Gibt's hier irgendwie, geht's hier weiter? Sind hier Türen oder muss ich einfach wieder raus? Ne. Hab halt hier gedacht, das sei so eine Tür, die er noch aufmacht, aber das ist halt echt nur das Siegel. Und was er uns da erzählt. So, da scheint was zu sein. Hier muss ich auch dazu sagen, war ich mit meinem anderen Charakter nicht. Also hier weiß ich nicht, was wir machen müssen. Stahl ist Starkbogen. Das war eine von den dreien. Dann machen wir dich doch hier als Leutnant erstes. Sternauge gebietet. Tod allen Eindringlingen! Ich bin kein Eindringling. Ich habe eine Einladung. Aber vielleicht hätte ich aus dem Bogen oder aus dem Schleuderding rausgehen sollen. War das ein Chakra? Zumindest auf dem Rückflug. Ist er? So. Soll wahrscheinlich ein Schurke sein. Oh, ausgeturnt. Ja, noch nicht. Vergib mir, Lord Rabenkrone. Ich habe euch enttäuscht. Ja, passt schon. Welch grausamer Tod. Aber keine Spur von Majev. So, da vorne sehe ich wieder ein Ware. Oh, guten Tag. Ich glaube, ich war halt nicht sicher, ob ich hier rein müsste für Trellans Schildbrecher, aber das hier scheint ein... Toll, das ist ein Questmob, den ich aber jetzt noch nicht brauche. Na, toll. Einzige Positive ist fast, weil ich
Ich denke mal, hier wäre zum Beispiel auf jeden Fall wieder ein Bonus-Objective gewesen. Das bleibt uns in Anführungszeichen erspart. Natürlich war es immer schick, aber manchmal war es doch ein bisschen, jetzt muss ich noch ein paar von denen töten. Das haben wir jetzt nicht mehr. Links ist wieder ganz viel PvP gerade los. Da wird irgendeine Basis angegriffen. Aber ich spiele auf einem PvE-Server. Den Stress brauche ich in meinem Alter nicht mehr. Ich habe mal zu Mist of Pandaria Zeiten, da habe ich mit einer Freundin zusammen gespielt. Geht ja über Real ID. Und die war aber auf dem PvP-Server. Und da war manchmal ein bisschen, ja, war nicht so mein Ding. Wenn sie mich dann eingeladen hat, dann über die Real ID, dann kam ich halt auf ihren Realm rüber. Und das war allerdings dann halt PvP und das war ein bisschen stressig. Oh, da fliegt rum. Ich bin aktuell noch, wir können ja erstmal hier versuchen, in das Gebiet zu kommen. Ein paar Gegner werden wir wohl bekommen. Ja, zum Beispiel den hinter mir. Aber zumindest da in der Gebäude ist jetzt schon einer drin, das habe ich gesehen. Und den dritten müssen wir gleich mal schauen, wie wir zu dem kommen. Ihr werdet in einer Zelle verrotten, wie die anderen. Nope. So, Kester. Aber nicht Kester Troy. Verstärkt, Dämon. Ihr werdet hier nicht lebend rauskommen. Ja, da bin ich noch anderer Meinung. Hui. So. Nicht immer schubsen. Ich bin vor allem mal gespannt, was du da hinten für ein Paketchen hinter dir liegen hast. Das sieht aus wie irgendwelche Dokumente oder ein Buch. Ne, Caster Troy hieß der, ne? Der aus Face Off, nicht Kester. Einer der wenigen Filme übrigens, wo ich Nicolas Cage mag. Warnen. Also von seiner Leistung her. Bin normal nicht so der Nicolas Cage-Fan. Trotz unseres stundenlangen Verhörs leistet die Wächterin noch immer erbitterten Widerstand. Bezieht sich das vielleicht auf Maiev? So, wir müssen jetzt irgendwo da vielleicht, es könnte da hinten die Treppe sein. Vielleicht können wir aber auch hier oben einmal so komplett, warte mal. Ich glaube, wir müssen halt einmal komplett drumherum reiten, damit wir hochkommen. Na gut, dann machen wir uns halt hier auf den Weg und reiten einmal oben auf der Mauer lang, bis wir da auf die andere Seite kommen. Warte mal, da ist noch irgendwas. Da ist noch jemand im Innenhof, sehe ich das richtig? Fahren wir mal bitte schneller um. Der Pfeil zeigt nach unten. Euer Weg endet hier, Eindringling. Nee, lass mal. So, dann mache ich halt erstmal dich weg. Dann geht's gleich wieder hoch auf die... Hui, hier ist aber jede Menge los. Party! Ja, und die beiden kommen auch noch mit. Natürlich. Lord Rabenkrone, ich habe euch treu gedient. Ja, das sagen die hier alle. So. Ich habe eure Stärke unterschätzt. Und du hast treu gedient, würde ich mal sagen. So, da hinten ist noch irgendwo ist ein Rare. Ach, da hinten der. Ist das ein Panther? Ich glaube, das ist ein Panther. Und da steht eine Kiste. Yay.
Ich habe hunderte einen schnellen Tod. Ihr seid nur eine weitere Kerbe auf meinem Gürtel. Mhm. Oh, da ist irgendwas, oh, das ist um mich rum. Da kann ich nicht rausrennen. Euer Weg endet hier, Eindringling. Ach ja. Kann ich mir nachher aus dir irgendwie so einen Bettverleger machen? So, wenigstens nicht mehr angesprungen worden. Ja, Prankenhieb macht er weiterhin. Ja, was denn jetzt so? Du wirst bestimmt noch einmal springen wollen, ne? Oh, das ist, glaube ich, ein... Ja, ein Pet. Dich brauche ich... nee, den habe ich schon. Gibt irgendwas, was ist da unten? Prüft meinen Hammer und ihr werdet es sein, die brechen. Der Tod kommt schnell und präzise. Das hier ist doch irgendwie Schmiede, ne? Guck mal. Das ist Maievs Waffe. Sie war hier. Sehr gut. Okay, dann müssen wir jetzt noch das... Nee, das ist abgeben. Habe ich hier noch was zu tun? Grade? Unser Volk braucht unseren Schutz. Lass diese Monster den Tag verfluchen, an dem sie in unsere Welt eingetaucht sind. Hallo? Ist jetzt bald mal gut? Ihr seid kein Feind. Natürlich bin ich kein Feind. Im Tode erkenne ich die Wahrheit. Ihr seid kein Feind. Ich bin nicht sicher, ob ich noch was der übersehen habe. Prüft meinen Hammer und ihr werdet es sein. Ich will aber nicht brechen, außer ihr im Strahl. Rabenkrone, ich habe euch treu gedient. Ist ja was ganz Neues. Ich sehe auch gerade, rechts ist wieder so voll, weil der die ich eigentlich vorher schon mal ausgeblendet hatte, jetzt wieder anzeigt. Da könnte ich also gleich mal kurz für ein bisschen Ordnung sorgen. Das ist nämlich gerade, weil ich teilweise halt echt nicht sicher, ob da noch irgendwas rechts ist, was ich machen müsste. Jetzt kommen die beiden auch hier lang. Heilige Bimbam. Leute, ich hätte ja eigentlich nichts gegen euch. Ich habe eure Stärke unterschätzt. Zelle verrotten, wie die anderen. Nee, das ist wahrscheinlich so Indoktrination beim Anfangstraining. Das hier müsste ein Feind sagen. So, jetzt bitte schnell hier weg zum Questgeber, bevor die wiederkommen. Mut und Ehre. Dient immer treu, mein Freund. Geld her würde ich sagen, dass das nicht mehr ist, als ich noch nicht 100 war. Hier die Handgelenke nehmen wir uns. Ich nur Allah. Folgt mir hinauf zum Festungswall. Okay.
Eine riesige Burg. Was ist ja größer als Burg Sturmwind? Ich schalte die Wachen im Kerker aus. Besorgt die Schlüssel und trefft mich bei den Zellen. Ja, jetzt darf ich wieder alles machen. War ja sowas von klar. Der reitet halt einfach durch und ich darf mich durchprügeln. Unfair. Oh, angeblich bin ich noch im Kampf. Der ist wahrscheinlich hier einmal komplett außenrum. Ich werde beschossen. Hey. Kann ich hier kurz warten, damit, ja, dann kommen die wieder aus den Seitengängen. Ich hatte gehofft, dass die halt aufhören zu schießen, wenn ich lang genug unten drunter bin. So geht's auch. Hier lasst mich vorbei. Das ist nicht nett. Eine von denen hat mich gesehen. So, Hallöchen, Araxas. Ich brauche was von dir. Noch ein Gefangener für meine Zellen? Ich werde erst euren Körper und Willen brechen müssen. Oh, bewegungsunfähig. Gut, dass du trotzdem vor mir stehen bleibst. Dann ist das nicht so schlimm. Diese Dämonen halten uns für leichte Beute. Heute lernen sie, dass die Kaldorei von niemandem auf die Knie fallen. Du machst sogar Schaden. Machen wir kurz die Barriere wieder. Dann sollte das auch reichen. Meister, ich habe versagt. Wir haben den Gefängnisschlüssel. Du hast einen hübschen Tank auf dem Rücken. Muss man den Schlüssel hier vorne abgeben? Vielleicht? Er scheint unter mir zu sein. Hier geht es aber runter, von daher wäre das okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ganz runter muss, deswegen... ja, toll. Jetzt komme ich hier nicht weg. Aber da vorne steht er. Ah, Drehwurm. Meine Klinge ist bereit. Okay, da können wir irgendwie in die Kerkerzellen rein. Maiev sollte hier sein. Fürst Illidan kennt den Weg. Und noch ein paar andere Seelen hier in seinen letzten Momenten beistehen. Geht vor und sucht Maiev. Reden hier alle wieder durcheinander. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Sackgasse. Dämonen kontrollieren die Rabenwehr. Ihr müsst sie stoppen. Toll. Jetzt ist der Tod. War ich wieder ein bisschen zu langsam. Oh, machen wir ist kein Platz für euch, Dämon. In der Zeit mal hier Zelleninspektion. Hier irgendwo Rauschgift. Nee. Wo getrennte Messerstiele, nee, auch nix. Steh auf, ich will dich finden. Warte mal. Vielleicht gibt er da drüben noch. Erkenne ich die Wahrheit. Ihr seid kein Feind. Vielleicht gibt es noch ein paar andere, die ich zuerst machen kann. Dich wollte ich zwar eigentlich nicht töten, aber da hinten ist eine andere Zelle, das ist gut, dann mache ich die halt einfach in einer anderen Reihenfolge.
Wer? Wer? Lord Rabenkrone. Was habt ihr zu berichten? Ich habe euch treu gedient. Ihr habt meine Rüstung und Glewe mitgebracht. Hab ich das? Ich danke euch. An diesem Ort hätte ich keine Rettung erwartet. Wo ist mein Bruder? Azeroth darf nicht fallen. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Okay, du hast gleich eine Quest. Allerdings muss ich noch einmal kurz hier vorne rein.